Wenn eine Rente beantragt wird, ist es ja ganz wichtig, dass letztendlich alle sozialversicherungspflichtigen Zeiten aufgeführt werden. Weil oftmals wurde das eine oder andere nicht dokumentiert. Also es fehlen oftmals auch bei den Patienten einige Jahre. Und das ist natürlich bares Geld. Die Höhe der Erwerbsminderungsrente ist ja abhängig von der Berufsbiografie. Wie viele Jahre habe ich gearbeitet? Wie hoch war mein Bruttoeinkommen? Und wenn da einige Jahre fehlen, ist das natürlich ein größerer Verlust. Mit den Erziehungszeit. Ja, also auch von den Rückmeldungen von den Patienten kann ich sagen, dass da das eine oder andere schon mal verloren geht. Und darauf ist dann wirklich bei einer Kontenklärung dann auch zu haben. Es ist ja so mit den Minijobs, wenn man keine Rentenversicherungsbeiträge leistet, zählt das dann auch erstmal nicht dazu. Grundsätzlich wäre eine Empfehlung, wenn man 450-Euro-Jobs ausgibt, sie die Möglichkeit haben, die Rentenversicherung einzuzahlen. Das ist ein geringer Betrag. Also es zahlt sich aber aus, weil letztendlich man dadurch seinen Anspruch auf die Erwerbsminderungsrente aufrecht erhält. Weil bei der Erwerbsminderungsrente ist es so, man muss in den letzten 5 Jahren 3 Jahre Wartezeit erfüllt haben, also eingezahlt haben zum Beispiel. Mhm. Wenn das nicht erfüllt ist, besteht in der Regel auch kein Anspruch auf Erwerbsminderungsrente. Und da kann man 20 Jahre früher schon gearbeitet haben, aber es kommt dann nicht zum Tragen.